Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen. Na, Odin, war shoppen wart nicht, ich krieg's ja gratis. Also gratis nicht, durch meine Krankenkassenbeiträge. Ein neues Paket von meinem Lieferanten für mein Schlafapnoe-Teil. Ich hoffe diesmal der richtige Filter mit bei, weil beim letzten Mal, also ich krieg einmal im Jahr eine neue Maske, Filter und Schlauch. Habe jetzt aber eigentlich vorher schon bestellt, also angerufen gehabt, weil meine Maske nicht mehr dicht ist. Also ich habe jetzt so ein kleines Schlafapnoe-Gerät, so ein kleines schwarzes, das steht auf dem Nachttisch. Rechts ist dann halt so ein Wassertank, den kannst du rausnehmen und wieder rin machen, um destilliertes Wasser rin zu machen. Damit die Luft ein bisschen befeuchtet wird, die über den Schlauch in die Maske zu mir kommt, damit es nicht so trocken ist, damit ich nicht halb tot huste die ganze Nacht. Und das kommt dann mit einem konstanten Druck und so, schaltet sich ein, sobald ich die Maske aufsetze. Ich kann auch mit Knopf drücken, aber ich habe halt auch Smileys, ob der Druck okay ist und ob die Maske schließt, also ob die Maske gut ist. Und die Maske ist nicht gut. Also da habe ich jetzt immer ein rotes Smiley gehabt und ich habe gedacht, weil beim Einschlafen ist ja eigentlich relativ okay, ab und zu mal, dass meine Seite so ein bisschen rauspfeift, weil das hier ein bisschen locker ist an der Seite. Also nicht mal hier unten, wo der Bart ist, gar nicht. Eher hier so in dem Bereich, hier, wo gar kein Bart ist, oder hier oben raus. Oder genau hier oben raus und dann in Richtung Augen, ey, das ist richtig nervig. Und beim letzten Mittagsschlaf hat meine Frau gesagt, dass das halt auch während des Schlafens ist. Also meine Tochter stört das nicht. Wenn die pennt, dann pennt die. Aber Frauchen halt nicht. Ja, und deswegen habe ich gedacht, nein, dann wird das rote Smiley wohl doch hinhauen. Und ich hatte ja auch schon vor einer Weile versucht, da haben sie gesagt, du bist noch nicht so dran. Und Frauchen hat gesagt, aber dein Recht ist, wenn die Maske nicht schließt, dann ist das dein Recht, auch wenn jetzt noch nicht das Jahr abgelaufen ist, eine neue Maske zu kriegen. Weil es bringt ja nichts, wenn du das aufsetzt, das Smiley ist rot und das pfeift nachts da raus, dann hilft das auch nicht wirklich. Also habe ich da angerufen und eine neue Maske nachgefragt. Ich hoffe, das ist jetzt wieder die alte Maske, die ich habe. Ah, die passenden Filter endlich. Ich habe Filter. Und einen ganzen Satz auch. Weil letztens ich musste die vom alten Gerät dann nehmen. Die sind ein Stück kleiner. Coole Sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, da kann ich jetzt jeden Monat wechseln. Das ist schön. Das ist fantastisch. Das gefällt mir. So, dann haben wir einen neuen Schlauch. Ja, das kommt dann halt eine Seite ins Gerät, andere Seite halt in die Maske. Und eine neue Maske habe ich. So, dann können wir das Plastikzeug wieder drin machen. Den kann ich dann nachher gleich im Müll bringen. So, und zwar habe ich die AirFit F20 in Größe M. Das ist aber eigentlich nicht die, die ich hatte. Das ist die hier. Oh, Moment, ich muss den Akku wechseln. Oh, habe ich mal gewechselt. Wir packen die mal kurz aus, dass ich sie mir mal schon mal einstellen kann, damit ihr seht, wie das vonstatten geht. Da ist so ein ellenlanges Buch mit bei. Okay, Mensch. So. Klebt ein Pflaster dran. So. Jetzt ist es so, wir haben halt so ein kleines Stück, was an die Maske rankommt, und hier kommt der Schlauch ran. Ja?
erkläre ich euch auch gleich warum und weshalb. Dann haben wir hier die Maske. So. Ich zeige euch auch gleich, wie sie aufgesetzt wird. Ah, hier ist noch. Okay. Haben so verbessert. Das ist jetzt oben an der Nase, ist es enger. So, seht ihr das? Ich zeige euch das. So. Das ist jetzt hier ein Stück enger. Meine ist halt schon, wenn ich jetzt das so sehe, ich habe das ja nicht im Kopf, wie sie früher aussah. Oder? Nee, das haben sie auch breiter gemacht. Hier sind noch mit so Zwischenstücken. Aber meine alte, die ist denn, ist zweilagig so eine Weile. Die ist etwa so. Also die hat dann hier, ist dann hier innen drin noch so wie eine Tasche. Hier nicht, hier geht das. Ich weiß nicht, ob das ruhig ein Tragen ist oder ob das so gewollt ist. Kann ich mich ja nicht mehr daran erinnern. Aber hier seht ihr ja, das ist ganz leichtes Plastik hier. Gummi. Die wird hier halten mit Magneten, also. Dafür muss ich jetzt meine Brille absetzen, dass ich euch das zeigen kann. So. Und zwar setze ich die dann so auf. Die riecht noch neu, nach Plastik. So, ihr seht, dass die jetzt hier viel zu groß ist. Ja, seht ihr ja. Ist alles locker. Hier oben. So, hier machen wir mal noch ein bisschen weniger. So, und dann hier. Wo ist es denn? Da. Die Klettverschlüsse los. So. Die neue braucht nicht ganz so eng sitzen, weil die ist ja noch dicht. Ja, die ist ja, also so sieht es denn aus, so schlafe ich denn die Nacht. So, der Bügel, der ist da. Aber hier hinten ist es noch ziemlich locker. So. So, doch noch ein Stück enger. So. Ja, jetzt ist er fest. So, das hier oben mache ich, schiebe ich mir mal ein bisschen nach vorne. Das mag ich nicht, wenn das hier hinten so ist. Das fühlt sich an, als wenn es runterrutscht. Ja, das sollte eigentlich gerade sein, aber ich schiebe mir das immer so ein bisschen nach vorne. Dann kannst du das immer noch ein bisschen nach hinten ziehen, ohne viel Druck aufzuarbeiten. So, und hier ist jetzt der Schlauch dran. Ja, wenn ich jetzt das, und das kommt dann hier vorne rein. So. Und kriegt dann halt hier Luft und hier habe ich dann so Auslassventile, also Auslassdinger, wo die Luft dann, die über zu viel da ist, rausgeht. Ich atme ja auch aus, muss ja auch irgendwo hin. Wenn ich aber mitten in der Nacht wach werde und pinkeln oder kacken muss, die ganze Maske dann abmachen, ist halt ein bisschen doof, wenn sie gerade schön sitzt. Dafür haben sie sich gedacht, machen wir das so, dann kann ich das beiseite, den Schlauch beiseite legen. Gehe mit Maske so schnell auf Klo und wenn ich wieder im Bett bin, einfach ran, weiteratmen und schlafen. Ja, das ist doch für mich noch ein bisschen eng. Weil die andere, die ist wirklich, die muss ich sehr eng machen jetzt, damit sie dicht ist. Die werde ich wahrscheinlich jetzt im ersten Blick noch nicht, weil Gummi. Wartet mal. So ist besser. Weil Gummi. Ihr kennt das alles mit Gummi und so, dass das dann, also vom Gummiband oder so, dass wenn ihr das halt oft nutzt oder halt, wenn es oft halt Druck und Gegendruck kriegt und ist ja halt hier so ein bisschen, wenn ich dann halt hier, hier drinnen bin mit meiner Nase und dann halt das sich so an sie sich dran presst, ja, das ist ja Beanspruchung und dann wird das lockerer. Und dann, wie gesagt, dann pfeift das da raus. So. Meine Maske ist da, ich bin zufrieden. Endlich. Frau wird zufrieden sein, damit das dann an der Seite nicht mehr rauspfeift. Die Kleine kriegt das nicht mit, die pennt, wenn die pennt. Die Kleine, wenn die pennt, dann pennt die. Denn, da kann Papa drei Räume weiter schnarchen, wie er will. Das stört die nicht, die Bohne.
Meine Frau ist da was anderes. Die wird wach. Auch wenn ich 3 Räume weiter liege und schnarche. Die wach, das kann die überhaupt nicht ab. So. Dann schläft sie oft mit Oropax. So. Weil sie hat auf Arbeit die ganze Zeit diese Geräusche von so Beatmungsgeräten und irgendwelchen Piepgeräten. Das ist ja Krankenschwester. Intensivkrankenschwester. Und zu Hause will sie ruhig schlafen, ohne dass er irgendwelche Piepsen, Atmen oder sowas hat. Das hat sie schon auf Arbeit genug. Kann ich auch verstehen. So. Nichtsdestotrotz wartet für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Gekauft habe ich jetzt so großartig eigentlich nichts. Lebensmittel. Mehr nicht. Ja doch, für das Auto habe ich Geld ausgegeben. Reparatur und Winterreifen und hast nicht gesehen. Das ging auch ordentlich ins Geld. Aber dafür, aber das andere ist da jetzt momentan ohne Star. So, ich bin dann jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Achso, bei der alten Maske wollte ich euch ja noch sagen. Da war das nicht so, dass das dann hier praktisch auch so, dass es locker war. Aber hier, das ist jetzt hier ein festes ganzes Teil. Ja, das ist ganz so wie es ist fest. Man kann halt nur die Gummibänder hier abmachen, wenn man sie in eine Waschmaschine machen möchte. Aber auch nicht alle. Also das hier kriegst, das, diesen Schutz hier, den kriegst du nicht ab. Du kannst es nur hier oben abmachen. Ja? Das ist, wenn nicht verkeimt ist, das verkeimt. Da kriegst du nicht ab. Das ist so fest dran hier. Da kannst du auch nicht rausklicken oder irgendwas dergleichen und oder das irgendwie drüber ziehen. Das ist halt so. Aber halt hier, das, was ihr seht hier mit diesem extra Teil, früher war das halt so, dass halt 2 Masken sozusagen drinne waren, also diese Innendings, und die hast du dann hier einfach reingeklickt. Du hattest halt dieses Außengestell, konntest auch logischerweise das an, auf und zu machen, also ab und ran, ran und abmachen. Aber du hattest dann halt die Maske hattest du 2 mit bei. Hast halt deine Maske gehabt, und wenn die nach einem halben, dreiviertel Jahr verschlissen waren und nicht mehr dicht war, hast du die einfach so rausgezogen und hast aus der Verpackung eine andere genommen und die reingeklickt, und dann hattest du praktisch nur diese Gestell. Ja, ohne Maske. Und dann hat er die neue reingeklickt und dann war das wieder okay. Aber das ist wohl nicht mehr so, leider. Die hat nämlich we wesentlich länger gehalten. Du konntest die dann halt nach einem halben, dreiviertel Jahr konntest du die wechseln, also einfach abmachen, neue Dinge ran. Und du hattest wieder eine dichte Maske und konntest die Zeit ein bisschen mit der Zeit hingekommen, bis du wieder nach einem Jahr neue Sachen dir holen konntest. Weil da eigentlich steht es dir zu. Aber bei mir haben sie sich sonst immer ein bisschen aufgeregt. Ja, wieso schon wieder? Blasölzeug, ich brauche, weil undicht. Wenn es undicht ist, brauche ich. Naja, diesmal ging es eigentlich ganz gut. Dann würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.